Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Life in the Woods. So ja, Moment, ich muss wieder mal kurz neu laden, es ist schon wieder gefällt. So, und wir braten gerade Fisch. Fische, Fisch, Fisch, lecker Fische, Fisch, Fisch. Und ja, die Flamme geht schon aus und wir legen gleich wieder nach. So, die nächsten Fische, Fisch, Fisch. Da haben wir wieder so ein grünes Herzdingens. Das muss zu einem normalen rohen Fisch gemacht werden. Ich habe leider nicht ganz so viele Fische zusammenbekommen wie beim letzten Mal. Ich musste nämlich die Flucht ergreifen, weil meine Taschen waren voll. Und mit vollen Taschen kann man schwer angeln. Das ist leider so. So, schön nachlegen. Ich warte jetzt wieder ein bisschen, bis wir hier die Fische fertig haben. So, jawohl. Huch, das war jetzt keine Absicht. So. So, lala, das war etwas zu früh. Ich glaube, wir haben insgesamt 8 Fischchens. Jo, 8 Fische, das muss mal fürs Erste reichen. Dafür haben wir ganz viel Zuckerrohr gefunden. Ich sage immer Zuckerpflanze, Entschuldigung. Zuckerrohr haben wir gefunden und den werden wir gleich zu Zucker verarbeiten und selbstverständlich daraus wieder unsere geliebten Marmelade machen. So, jetzt ist mir das Wort Marmelade nicht eingefallen. Schlimm ist das. So, wir haben insgesamt 10 Stück, die wir machen können. Ich würde sagen, Erdbeeren würden sich auch super anbieten. Dann haben wir 6, dann haben wir 8. Und wenn wir die beiden noch machen, haben wir insgesamt 10. Dann ist halt alles weg, aber das macht ja nichts. So. Genau, Zucker wollte ich machen. So, ne? Ach ja, da fehlt natürlich unser Marmeladengeschichtel hier, ne? So. Das Saucepan. So, dann machen wir hier, dann machen wir da. Oder machen wir so. Und so, Zucker. Und 3 Stück hiervon. 3 Stück davon. 2 Stück hiervon. Einmal Traube. Und einmal Apfel. Super. Haben wir schon wieder mal ein bisschen was zum Knuspern. So, der Fisch müsste auch fertig sein. Der ist schön warm. Prima, prima. Das Bettchen mache ich mal hier hin. Okay. Wie schauen wir aus? Da haben wir noch ein paar Früchtchen, glaube ich. Der hier? Ja. Sehr gut. Und hier ist, glaube ich, noch nichts soweit. Nein. Alles klar. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich vielleicht momentan den Garten hier lasse und drüben einfach mit den Früchten, die wir hier ernten, ganz von vorn beginne. Also wirklich schön geordnet und dann die Pflanzen, die hier noch fertig werden, dann einfach quasi über den Jordan schicken. So, wir haben mehr als genug Laub. Ich werde noch schnell die eine Beere da verjausen, weil ich nehme gleich ein bisschen Holz mit. Das bisschen hier wird reichen, glaube ich. Und da müssen wir als nächstes unbedingt Sand finden und Sand verbrennen. Ja, das müssen wir unbedingt tun. Ah, die Pilze habe ich vergessen wegzulegen, Entschuldigung. So, dann fangen wir einfach mal an. So, zack, zack, ein Stückchen runter. Dann hier, zack, zack, zack. Huch, das war wieder mal einer zu viel. So, böse. So, dann hier natürlich. Zack, 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 zack. So. Und dann werden wir einfach... Dann werde ich einfach vielleicht... Schaut ein bisschen komisch aus eigentlich, ne? Ich wollte hier dann noch so ein bisschen raus. Aber wenn hier dann so ein Eck fehlt, dann muss ich die Krone noch ein bisschen größer machen. Da hilft nichts. Da hilft gar nichts. Die Baumkrone muss ein bisschen größer werden. Ja. Sonst... Hoppala. Ja, das passt aber eh. Sonst schaut das hier nichts gleich. Natürlich. Fängt es an zu regnen. Was denn sonst?
Ich werde auch nur hier in die Breite gehen. Weil ich glaube, das passt dann. Das ist dann, glaube ich, hoch genug. Ich glaube, so wird das dann schon werden. Ich hoffe halt, dass es, wenn es zu doof ausschaut, gehe ich noch ein bisschen in die Breite. Und dann klappt das schon. Werd schon sehen, das wird toll. So. Ich will ja auch nur dieses Holzdingens da verstecken. So wie wir es immer schon getan haben. Nanu. So. So. 1, 2, 3. Also warte. Und zuerst 2, 3. Und dann hier so 1, 2. War hier schon was? Ich glaube, ja, okay. Ja, ist gut. Ja, eins werde ich dann noch raus müssen, glaube ich. Eins muss ich dann noch mal raus. Ja, ich weiß, jetzt wird es langsam lästig, ne? War. Bitte, so. Und bitte einmal, war. Nanu? Ich möchte gern, genau. Ich wollte nur runter ein Stück. Dann hier beginnend. Ja, ja. So, so, so. So. So, mal kurz drehen. Dann. Oje. So, so. Ja, ja, was machst du da? Was baust du hier? Was soll das? So, nochmal kurz drehen. Es legt halt schon wieder ein bisschen stark. Da-da-da, da-da-da. Und hüpf und zack. So. Dann können wir hier, wow, dann kann ich hier nochmal das Ganze etwas abschwächen. So. Ja, ja. Du natürlich wieder. Weg mit dir. So, hier kann noch was hin. Da noch. Komm. Jawohl. Und dann glaube ich, schaut das schon etwas ansehnlicher aus. Zumindest hoffe ich es. Dass es nicht ganz so... so grob wirkt. So. Ich würde sagen, hier machen wir Schluss. Und dann gehen wir hier so um die Ecke. Würde ich sagen. So. So. Mhm. Naja. So. Ich würde sagen, das klappt schon so. Dann so. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So, dann stehen wir nicht ganz immer im Regen. Und dann machen wir hier voll. Eigentlich so wollte ich das nicht haben, aber so bestimmt. So. So. Das ist ein bisschen zu viel. Was mache ich da? Dumm sein. Dumm, 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 dumm. So, weg damit. Huch. Die brauche ich ja nicht. Die brauche ich auch nicht. Ich bin einfach nur doof. Ich habe mich gerade verdacht. Ah, das war eins zu viel. Moment, das geht so nicht. Mit 4 FPS geht das einfach nicht. Es ist heftig. So. So, jetzt ein bisschen besser. So. Ich wollte eigentlich nur außen rundherum, hier so, nur das hier so machen. Und da innen drin bleibt ja der Stamm, ich Trottel. Das heißt, ich darf gar nicht mal so hoch werden. Ich darf nur bis daher. Zack, 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 zack. Ich darf ja nur bis daher. So, zack, zack, zack. Da geht auch noch eins rein. So.
So, hier haben wir es eh eigentlich recht voll. Da brauchen wir gar nicht viel mehr machen. So. Da muss ich nur schauen. Bin ich jetzt komplett schief? Ach so, nein, ich bin ein Trottel. So schaut's aus. Ich muss ja da außen noch so machen. Von der Seite sieht man zum Glück nicht so schlimm, was ich hier fabriziere. So. Keine Ahnung, wie weit. Da muss ich von hier mal nachrücken. So. Ah, hoppala. So. Ich glaube, das klappt so. Ich hoffe mal. No, nicht ganz. Aha, jetzt wird es wieder dunkel. Moment, ich mache gleich Licht. Ein kurzes Momentchen. So, Fackel, Fackel. So. So. Ist schon etwas besser. So, lala. So, lala. So muss das ausschauen. Genau, dann können wir hier den Boden noch mit Laub voll machen. So, wir haben eh genug von dem Zeug. So, dann können wir hier schon den Boden machen. Ach ja, natürlich. Baut der Kerl wieder doppelt hoch. Willst du mich ärgern, Kumpel? Hä? Du? So. Ich glaube, das geht. Und so. Und. Zack. Ja, ja, genau. Zack, zack. 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 Hoch, genau. Und zack, zack. Und natürlich geht mir das Holz aus. Aber das ist gut. Hier haben wir eh noch einen, den habe ich falsch gebaut. Zack, geht sich genau aus. Wenigstens das hier mal. So, ja. Da bin ich echt am Überlegen, ob ich die Stützen hier einfach aus viereckigen Glasdingens mache. Und die Wand eben so schönes Glas, wie wir es in der Küche haben, da drinnen. Bin ich noch im Überlegen. Aber jetzt brauchen wir eh erst einmal Glas und Sand und so weiter. Und was zu essen wäre auch nicht schlecht, um Gottes Willen. Ja, zum Essen wäre ganz gut. Das schaut schon etwas schlecht aus bei mir. Und schlafen gehen wir auch super. So, vier Fisch. Dann werden wir mal ein bisschen Marmelade noch essen. So, und das passt schon mal. Ach so, jetzt hätte ich können die erste nehmen. Hätte ich mehr Platz gehabt. Wäre schöner gewesen. Ja. So. Gut. Gut. Es regnet. Wir brauchen Glas. Ich werde mal die hier mitnehmen. Nur mal, um zu schauen, ob das was werden könnte. Ich hätte sie eigentlich hierher tun sollen. Ich Trottel. So. Ob das mit dem Glas gut ausschauen könnte. Im Verhältnis zu dem hier mit dem Holz. So. Also. Oh. Natürlich. Apropos Holz. Der Boden ist auch nicht fertig. Also eins. Zwei. Na. Ja. Das wird nichts. Weil es zu sehr leckt wieder. Ich bin bei 5 FPS. Ah. Ja, ja. Ich brauche Holz. Ich brauche Holz, damit ich mir da so eine kleine, ja, möchte gern Treppe machen kann. Ja. Ich brauche sowieso Holz, weil, so, das passt schon so. Ich brauche sowieso Holz, weil ich Dings gelötet und so weiter. Was mache ich denn da? Wieso stelle ich das da rein? Weil ich noch mehr Ziegeln machen möchte, zum einen, genau, der Matsch, so,
Also, nehmen wir gleich wieder Matsch mit. So, der kann schön zu Ziegel werden. Und die Ziegel werden wir dann zu Blöcken mal verarbeiten. Dann können wir wunderschöne Wege bauen. Und ja. Aber jetzt erstmal den Weg fertig bauen. Es ist auch, wenn es regnet, ne? Das wird wahrscheinlich auch die FPS-Zahlen ein bisschen runterdroppen lassen. Ich hatte noch nie ein Spiel, bei dem ich so wenig FPS hatte. Im Durchschnitt waren es eigentlich immer um die 60, 30, sowas rum. Aber 4 FPS? Ich glaube, ich bin sogar jetzt unterm Gronkh, ne? Der hat bei seinem Haus, glaube ich, nur 10. Zumindest sagt er immer 10 FPS Haus. So, komm. So, so, so und so. Und das und hier und so und so und hier und da. So. Der Boden steht schon mal, das ist ja schon mal was. So, dann wollte ich jetzt eigentlich... So wollte ich das machen. 3. Und ich glaube, 4 hoch wäre es, glaube ich, gut, ne? Oder 3 hoch. 3 hoch passt eigentlich. Na, 4 hoch. Wie weit sind wir jetzt, kurze Typen? Wir haben das Glas einmal drüber. Das heißt Fenster, Fenster, Dach. Also wieder so quer drüber. Dann passt das so normalerweise besser. Dann müsste ich hier so machen. Wie gesagt, das ist jetzt nur mal zum Vergleichen, ob das schön werden könnte oder nicht. Ne? Schaufel, genau. Mit der Schaufel gehen wir Holz hacken. So. Und dann wollte ich hier... Na, ich hätte doch noch ein viertes machen müssen. Stimmt, da kommt ja noch eine Wand hin. Doof, 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 doof. Kaputt haben. Ja, das habe ich wieder mal ganz toll hinbekommen. So, trotzdem werde ich das jetzt noch machen mit den Glasscheiben hier. Also. So. Das wäre halt so das Glas. Oder wenn wir es hier anbringen würden, wäre es eben so. Wobei mir diese Variante vom Glas hier schon fast besser gefallen würde. Also wirklich alles aus Glas zu machen. Ich habe kein Glas mehr. Also, ne? Statt hier wäre halt Holz gewesen, haben wir halt Glas, ne? Und da kommt dann auch Glas hin. Also alles Glas, Glas, Glas. Und da oben halt auch Glas, Glas, Glas. Und das Dach wird dann auch Glas. Da brauche ich aber mal so ein Schisselding, glaube ich. Mit diesen komischen Holzflöcken, die man schräg machen kann, damit man auch ein wirklich schönes Dach hinbekommt. Nicht nur so ein Würfeldach. Und hier wäre es halt so, ne? Da wäre hier noch Holz und da oben noch Holz. Mir gefällt das hier besser. Dann werden wir im nächsten Part Sand suchen gehen. Wir werden natürlich zum Strand einmal uns aufmachen und ein Stückchen weiter den Strand... Hups, Entschuldigung. Den Strand entlang konnte man eigentlich schon Sand in Hülle und Fülle finden. Schau, was da fertig ist. Baumwolle. Da hinten haben wir ein Früchtchen. Jo, Himbeere. Lecker Schmecker Himbeerchen. Jetzt, wo es draußen eigentlich so regnet. Nein, ich will noch nicht. Das Beet machen will ich ehrlich gesagt noch nicht so recht. Die wachsen noch fröhlich vor sich hin. Gut, dann lagern wir doch einfach mal die Beere hier ein. So. Die werde ich behalten. Es ist noch gleich wieder Essenszeit. Was haben wir da? Die Holzkohle, genau. Ja, sonst passt da eh nichts rein. Und das Holz werden wir einfach da hinten dabei hinschmeißen. So, hin und reinschmeißen. Das werde ich gleich zum Verheizen nehmen. Und das Laub... Ja, da werde ich auch müssen später mal noch eine Truhe bauen, wo so ein Graffelzeugs reinkommt. So, da füllen wir gleich auf. Schöne Ziegelsteine, die nehme ich gleich mal mit. Halt, du kommst auch mit. Dann können wir, das geht sich noch aus, gleich wieder unsere ersten
Blöcke hier so fertig machen. So, jawohl. 16 Stück. Das hat sich ja super rendiert. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute in unserem Leggy-Leggy-Leck-Haus. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!